Und vielleicht steckst du gerade auch in einer richtig schwierigen Situation. Und dann ist die Predigt heute genau für dich, weil ich heute Morgen mal drüber reden möchte, ganz kurz, wie wir mit herausfordernden, schwierigen Situationen umgehen können. Und selbst wenn du nicht heute sagst, gut, dass es bei mir gut geht, ich kann dir garantieren, fast garantieren, irgendwann wirst du dich wiederfinden in einer Krise, in einer schwierigen Situation, und dann ist es gut zu wissen, was wir tun können und welche Perspektive uns hilft. Und da möchte ich mit reinschauen, denn wo finden wir denn Kraft? Wo finden wir denn Kraft, wenn wir eine Krise erleben, dass wir nicht untergehen, sondern dass wir trotz Krise oder in der Krise aufblühen und sogar leuchten können für andere Menschen? Und um diese Frage zu beantworten, da will ich mit euch in die Bibel reinschauen, weil die uns seine hilfreiche Perspektive und wertvolle Weisheiten gibt. Und ich möchte anfangen, als erstes mal von Paulus in seine Perspektive einzutauchen. Und dann reden wir nochmal drüber, wie blühen wir denn auf, wie stärken wir uns denn in solchen Zeiten. Paulus, bevor er Jesus nachgefolgt ist, da hatte er, wenn man so den Zeitgeist anguckt und den Kontext von ihm, ein richtig erfolgreiches Leben. Ich meine, der war auf der Karriereleiter nach oben, war angesehen. Und dann gab es diesen Moment in seinem Leben, wo er von Gott in das Team Gottes berufen wurde. Paulus spielt jetzt bei uns. Und er schickt jemanden zum Paulus, nachdem er da vom Pferd gefallen ist und blind war, und macht ihm eine wunderbare Ankündigung. Nämlich nicht eine Ankündigung, jetzt geht's weiter bergauf, sondern er sagt, hey, ich verspreche dir Leid. Jetzt sagst du, wirklich, steht es in der Bibel? Schauen wir mal rein. Apostelgeschichte 9,16, da heißt, geh hin, oder sagt Gott, ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens Willens. Mensch, und das in einem Vorstellungsgespräch. Stell dir mal vor, wir hätten das der Ella gesagt. Wenn du hier anfängst, du wirst so richtig erleben, wie man so leidet. Weiß nicht, ob sie ja gesagt hätte. Aber Paulus hat ja gesagt. Paulus hat ja gesagt. Und gemerkt, dass es vielleicht irgendetwas Wichtigeres gibt als ein erfolgreiches Leben, wie es der Zeitgeist gerade definiert. Oder dass es etwas Wichtigeres gibt als die Abstinenz von Leid und Schwierigkeiten in unserem Leben. Wenn wir in einer herausfordernden Situation stecken, eine Krise erleben, dann macht es doch was mit unserem ganzen Sein, oder? Als erstes rattert es hier oben los. Warum und wieso und weshalb und wie konnte das passieren? Aber es bleibt ja nicht nur hier oben, sondern plötzlich fühlen wir die Krise. Wir fühlen eine schwierige Situation beim Job. Das macht was mit uns. Es macht uns Sorgen. Es macht uns vielleicht Angst. Vielleicht stehen wir irgendwie hoffnungslos da. Und wenn wir Jesus nachfolgen, vielleicht bist du hier und tust es noch nicht, herzlich willkommen, aber wenn du Jesus nachfolgst, dann kommt vielleicht oder kann auch noch eine andere Dimension reinkommen, neben hier unserem Kopf und unseren Gefühlen, nämlich die Dimension, dass wir unsere Glaubensüberzeugungen in Schwierigkeiten plötzlich anfangen zu hinterfragen. Und je nach Hintergrund und Geschichte und Prägung, können wir da ganz schön ins Wanken kommen, wenn wir plötzlich Schwierigkeiten erleben. Weil manchmal haben wir so den Eindruck, wir sind doch für Gott unterwegs. Ich mache die Sache doch für Gott. Ich gebe mein Leben doch hin. Und warum läuft es nicht? Warum gibt es jetzt Herausforderungen? Warum werde ich ständig mit Dingen konfrontiert? Und da muss ich dir sagen, ja, auch guten Leuten, auch Leuten, die mit Jesus unterwegs sind, denen passieren schlechte Dinge. Oder du sagst vielleicht dann auch in manchen Situationen, was habe ich denn falsch gemacht? Warum trifft denn das mich jetzt gerade? Bestraft mich da Gott irgendwie? Und ich weiß, es klingt manchmal verrückt, aber
man hat manchmal so eine Tendenz, dann plötzlich auch solche Fragen sich zu stellen, obwohl sie überhaupt nicht in unser Gottesbild passen. Also wenn du denken solltest, dass Gott dich für irgendetwas bestraft, dann komm bitte nach dem Gottesdienst nach mir und wir klären das mal. Nicht ein gutes Gottesbild. Das bringt uns so weit weg. Also denk gar nicht an solche Sachen. Oder auch schon, gell, in Krisen, da fangen wir auch an zu beten und zu glauben und auf den Durchbruch zu warten. Und er kommt nicht. Er kommt nicht. Und das kann auch passieren. Denn bei Gott gilt nicht das Gesetz von Linearität nach dem Motto, wenn, dann. Oder A führt automatisch immer auch zu B. Und manchmal, da denken wir das ja, um irgendeine Krise oder eine schwierige Situation zu lösen, wir müssen nur A herausfinden, was wir da tun müssen, und dann wird automatisch B rauskommen. Aber das ist auch nicht passend zu unserem Gott, weil wir mit Gott keine Leistung, Gegenleistungsvereinbarung irgendwie abgeschlossen haben. Und wenn wir nur genug glauben, nee, so funktioniert es, gibt es auch keine Glaubensgerechtigkeit bei Gott. Und das bedeutet, dass wir uns immer wieder auch in Situationen wiederfinden, die wir nicht kontrollieren können. Wir können nicht kontrollieren, wie sich unser Leben entwickelt. Aber wir können immer vertrauen. Wir können immer vertrauen. Vertrauen in der Krise. Vertrauen in Jesus, der versprochen hat, dass er bei uns sein wird. Aber der nicht versprochen hat, dass unser Leben ohne Krisen, Herausforderungen, Schwierigkeiten läuft. Wenn wir in die Bibel reingucken, da wird eigentlich mehr versprochen. Oder mehr finden wir da Stellen, die mit Schwierigkeiten zu tun haben, als mit diesem scheinbar erfolgreichen Leben. Und der Paulus, dem ja angekündigt wurde, hey, für was musst du alles leiden? Der hat mal im Brief zusammengefasst, guck mal, was ich bisher alles erlebt habe, wie das Wort wahr wurde in meinem Leben. Und da heißt es, hier ein kleiner Auszug von ihm, Nöte, Bedrängnisse, auswegslose Lagen. Schon mal da sich wiedergefunden. Ausgepeitscht werden. Gibt es irgendjemand hier schon mal das erlebt? Ins Gefängnis. Keiner hier? Ja, letztes Wochenende in Norwegen habe ich bei jemandem gewohnt, der war schon im Knast. Das waren tolle Geschichten. Jetzt ist er Pfarrer. Einer aufgehetzten Menge gegenüberstehen. Wenn ich heute Nachmittag oder heute Abend Zeit und morgen Zeit hätte, würde ich mal nach Stuttgart gehen auf so eine Solidaritätsbekundung. Da gibt es heute und morgen, könnt ihr mal googeln. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir aufstehen. Ich weiß nicht, was da erwartbar ist. Aber da könnte man so einer aufgehetzten Menge auch gegenüberstehen. Also erlebt es mal heute Nachmittag. Also herzliche Einladung, ich bin leider nicht da. Aber bis zur Erschöpfung arbeiten. Ohne Schlaf und ohne Essen auskommen. Geschmäht werden, schlechtes Gerede und als Betrüger angesehen werden, ständig vom Tod bedroht und schwer geplagt. Und mit all dem Erlebten, das listet so Paulus auf, und dann kommt er einfach zu einer Feststellung. Er sagt, hey, das habe ich erlebt. Und jetzt sagt er, man meint, wir müssen traurig sein aufgrund all dessen. Aber so ist es nicht. Aber wir sind immer voller Freude. Wenn wir das alles erleben, man meint, wir müssen traurig sein, aber es stimmt nicht. Wir sind immer, immer voller Freude. Man hält uns für arm. Stimmt auch nicht. Wir haben so viel Reichtum, wir machen sogar andere reich. Und es scheint, als würden wir nichts besitzen, oder anders übersetzt, als hätten wir nichts, an dem wir uns festhalten können. Und dann sagt Paulus, und doch gehört uns alles. Doch gehört uns alles. Was will Paulus uns damit sagen?
Das Leben mit Christus mag in dieser Welt ein Leben voller Herausforderungen sein. Aber wir haben eine andere Hoffnung. Und mit dieser Hoffnung, da meinen wir nicht diese begründete Zukunft, die wir natürlich haben, dass eines Tages alles besser sein wird, sondern mit Hoffnung meint Paulus die Tatsache, dass Gott in allen Lebensumständen immer bei uns ist. Das ist diese unglaubliche Hoffnung, die wir haben. Seine Gegenwart in uns ist viel wichtiger als alle Umstände um uns. Lasst mich das nochmal sagen. Seine Gegenwart in uns ist viel wichtiger als alle Umstände um uns herum. Jesus ist der Schatz, den wir in uns tragen. So heißt es mal im Kolosserbrief. Christus in euch. Die Hoffnung. Nicht eine Hoffnung. Es ist die Hoffnung in Person, die in uns lebt. Wir tragen den Schatz in uns. Und deshalb halten wir an Jesus fest. Und wisst ihr, mit so einer Perspektive, mit so einem Wissen von Wahrheit, da mögen immer noch die Herausforderungen kommen. Und die sind nicht schön. Schwierige Situationen sind doch nicht schön. Krisen sind nicht schön. Aber wir können ihnen entgegenschauen. Und manchmal können wir sie sogar umarmen als eine Möglichkeit zu leuchten für andere Menschen und zu reifen und zu wachsen und zu erleben. Und das ist doch das Schöne, dass wir in den Herausforderungen erleben, unser Glaube funktioniert. Unser Vertrauen in Jesus trägt uns. Wenn ich mich festhalte an ihm, dann hält das. Soweit mal. Ein kleiner Perspektivenwechsel vielleicht auf Schwierigkeiten und Krisenvertrauen. Krisen und das, was da Paulus auch erlebt hat. Doch wie geht man jetzt um in der Krise? Wie geht man nicht unter? Wie schöpft man da neue Kraft? Und ich möchte euch mit euch 1000 Jahre zurückspringen, also von Jesus ins Alte Testament und euch einer Person vorstellen, die immer wieder auch selber verschuldet in Krisen gesteckt ist und die mal so ein richtig schlechten Tag hatte. Also egal, ob du mal so einen richtig schlechten Tag hast, der ist unvergleichbar mit diesem Tag. Ich erkläre euch jetzt warum. Der Mann, den ich euch vorstellen wird, der heißt David, der wurde später tatsächlich König und er lebte mit seinen 600 Männern, hatte so eine Gruppe von 600 Männern um sich geschart, samt ihren Frauen und Kindern wohnte der nicht mehr in Israel, sondern er wohnte in der Stadt Ziklag, bei den Philistern, um sich vor dem noch König Saul zu schützen. Und David und seine Männer, die wollten mit den Philistern in den Krieg ziehen, gegen die Israeliten. Aber die Philister kamen zu einem Punkt, wo sie gemerkt haben, wir vertrauen dem David nicht. Was, wenn der sich gegen uns stellt? Und haben den David und seine Männer wieder weggeschickt. So, jetzt waren die 2 Tage unterwegs, wieder nach Ziklag. Und als sie da angekommen sind, oder wahrscheinlich schon vorher, haben sie was gesehen, was der Jean auch vor ein paar Tagen gesehen hat, womöglich noch. Da ist Rauch aufgestiegen, weil ihre Heimstätte in Schutt und Asche gelegt worden ist und niemand umgekommen ist an dem Punkt, aber alle Frauen und Kinder verschleppt wurden. Hey, was für ein Tag. Ein schlechter Tag, ein richtig schlechter Tag. Und auch die Frauen von David waren weg. Und das, was die Männer da gemacht haben, die waren entsetzt, die haben geschrien. Da heißt es im Wort Gottes, sie weinten so lange, bis sie vor Erschöpfung nicht mehr weinen konnten. Kannst du dir das vorstellen, in was für einer Gebrochenheit, in was für einer Notlage du sein musst, wenn du nicht mehr weinen kannst? Was für eine Herausforderung, was für eine fürchterliche Situation, Herr, und wir sind hier mit dir unterwegs. Und man könnte eigentlich nichts Schlimmeres mehr erwarten. Aber es kam noch schlimmer, zumindest für David. Weil jetzt haben sich seine 600 Mann gegen David gerichtet. Und stellt euch mal vor, ihr würdet hier auf der Bühne stehen, der Raum wäre vollgepackt hier oben und unten und wir hätten noch ganz viele Männer da, draußen, die jetzt alle
zu einer Überzeugung gekommen sind, dass du hier Verantwortung trägst und ihre Lage so aussieht, weil du sie da reingebracht hast. Und wisst ihr, was die gemacht haben? Die haben überlegt, wie steinigen wir jetzt David, wie bringen wir ihn um? Und wisst ihr, was David gemacht hat? Unter diesem Druck, in dieser Angst und Überforderung, da finden wir diesen wunderbaren Vers, wo es da heißt, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Aber David stärkte sich im Herrn, seinem Gott. Und was bedeutet es, sich zu stärken? Das ist ganz einfach. Das zu ergreifen, an dem festzuhalten, das in Besitz zu nehmen, nicht loszulassen, was uns geschenkt wurde. Ja, denken wir an Paulus, Jesus in uns. Wir halten da fest. Und wenn wir das tun, dann bekommen wir neuen Mut, dann bekommen wir neue Perspektive, dann bekommen wir Hoffnung, dann bekommen wir Zuversicht. Und das hat David gemacht. Nicht zum ersten Mal. David wusste, wie das, der musste immer wieder. Er hat Schwierigkeiten erlebt. Der musste kämpfen gegen Goliath, der war schon auf der Flucht, musste sich immer wieder stärken. Und so stärkte er sich. Und ich vermute, wahrscheinlich hat er sein Lieblings, ich weiß gar nicht, ob sein Lieblingspsalm, wahrscheinlich hat er Psalm 23 rausgeholt. Musste gar nicht rausholen, das war hier drin. Und was hat David gesungen? Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und er weidet mich auf einer grünen Aue und er führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Dann heißt es, du bereitest vor mir einen Tisch in Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich werde bleiben bei dir, Jesus. Ich werde an dir festhalten, Gott. Und ich weiß nicht, ob du ihn schon mal in einer Krise gesteckt bist und einfach diesen Psalm hergenommen hast und ihn einfach gebetet hast für dich. Du, Herr, bist mein Hirte. Und wie du dann merken darfst, wie diese Worte dich aufrichten, wie du neue Kraft bekommst, wie du gestärkt wirst an deinem inneren Menschen. Und ich möchte dich einfach einladen, immer wieder diese Worte Gottes aufzunehmen in deinem Leben. Da könnte ich viel sagen, jetzt über diesen Vers, da können wir eine Predigtserie machen. Aber vielleicht will ich am Ende noch eine Sache rausgreifen. Und dann wollen wir darauf nochmal reagieren, ist dieser Punkt, dieses an den Tisch des Herrn zu gehen im Angesicht meiner Feinde. Und wenn wir so an diesen Tisch gehen, dann sehen wir da Nahrung. Und wir als Jesus-Nachfolger, wir haben unglaubliche Menge an Nahrung bekommen von Gott und das ist sein Wort, weil sein Wort wie Nahrung ist für unsere Seele. Und ich möchte dich einladen, dich herausfordern, das zu einer Gewohnheit zu machen, immer wieder dich diesem Wort Gottes auszusetzen, am besten jeden Tag. Am besten jeden Tag. Und dich wirklich zu ernähren. Und weißt du, wenn du das regelmäßig machst, das hat Effekte auf dein Leben. Du kriegst andere Perspektiven, auch auf Krisen. Du bist gefüllt mit einem Frieden und einer Freude. Und im Wissen von Gerechtigkeit und so weiter. Und wenn was kommt, dann kannst du stehen, dann weißt du auch immer, wo du hingehen kannst, um dich zu stärken. Also les wirklich das Wort Gottes und tauch da immer wieder ein. Warum? Weil du da drin einfach entdeckst, wer Gott ist und wer du bist. David stärkte sich in diesem Wort. Jesus hat sich in dem Wort Gottes gestärkt. Ich habe es gerade im Lobpreis nochmal gelesen, als Jesus auf dem Weg war nach dem Abendmahl zum
in den Garten Gethsemane. Was hat er gemacht? Sie haben gesungen. Psalm 113 bis Psalm 118. Lest es mal nach. Gott ist treu. Seine Gnade ist überwältigend. Hat sich auf das Wort Gottes gestellt. Hat sich gestärkt. Paulus hat sich aufs Wort Gottes berufen. Ich meine, er konnte singen im Knast. Und wir können uns auch aufs Wort Gottes stellen. Wir können uns auch aufs Wort Gottes stellen. Johannes sagt Jesus mal, ich habe das euch alles gesagt. Warum sage ich euch das alles? Damit ihr Frieden habt. Weil in der Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Fasst neuen Mut. Ich habe die Welt besiegt. Ich habe es vollbracht oder werde es vollbringen an diesem Zeitpunkt noch. Lasst uns auf solche Worte und Wahrheiten immer wieder stellen. Und ich möchte euch einladen, immer wieder euch zu stärken in eurem Herrn. Stärke dich in deinem Herrn. Stärke dich in deinem Herrn. Wollt ihr noch wissen, wie die Geschichte ausging von David? Nachdem er sich gestärkt hatte, hat es nicht nur eine Wirkung gehabt auf sein eigenes Leben. Er hatte nicht nur Hoffnung für sich, sondern auch Hoffnung mit, die er transportiert hat an alle seine 600 Männer. Und die 600 Männer sind mit David hinterhergejagt und haben jede Frau und jedes Kind zurückgeholt. Und das ist das Schöne, dass wir eingebunden sind in der Gemeinschaft, so wie David, dass wir füreinander glauben können, uns gegenseitig stärken dürfen und dass wir leuchten dürfen, wenn wir gestärkt sind über uns hinaus. Wir wollen uns jetzt eine Zeit nehmen und einfach darauf reagieren. Und wenn du gerade in der Situation bist, die herausfordernd ist, in der Schwierigkeit steckst, dann geh doch auf Gott zu heute Morgen und sag, Jesus, schenk mir eine neue Perspektive, schenk mir deine Perspektive. Und wenn du neue Kraft brauchst in dieser Situation, dann möchte ich dich einladen, einfach zu deinem Gott zu gehen. So wie es Paulus gemacht hat, wie es David gemacht hat, wie es Jesus selbst gemacht hat. Sagen, Herr, ich stärke mich in dir. Danke für dein Wort. Danke, dass es Kraft hat in meinem Leben. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, ich brauche eine Gemeinschaft. Ich brauche jemanden, der mir Ermutigung heute zuspricht, der mir Wort Gottes zuspricht, der für mich betet. Dann möchte ich dich einladen, nach hinten zu gehen. Das sind Menschen, die einfach beten wollen, auch für dich, auch wenn du hier oben bist. Das sind nicht so viele Treppenstufen. Man kann da runterkommen. Kommt runter und lasst einfach für euch beten. Lasst euch Wort Gottes heute Morgen zusprechen in diese Situation, in euer Leben hinein. Vielleicht können wir einfach gemeinsam aufstehen, noch wenn es euch möglich ist. Und ich möchte noch beten und dann wollen wir noch in ein Lobpreislied gehen. Jesus, danke für deine Perspektive heute Morgen auf Krisen. Danke, dass es nicht bedeutet, dass du dich uns abgewendet hast, sondern danke, dass du uns zeigen möchtest, dass du in schwierigen Zeiten, in Herausforderungen, dass du dafür uns da bist, dass du uns nie verlässt. Und ich danke dir, dass du das Wort Gottes bist, das er in unser Leben gesprochen hast und du ganz viele Worte der Ermutigung und des Rates und des Aufbaus für uns hast. Und ich bete, dass wir das jetzt erleben. Danke, dass wir uns stärken dürfen in dir und in unserer Gemeinschaft heute Morgen. Und wir wollen jetzt einfach mutig vor dich treten und wir wollen hören, was du uns zu sagen hast, ganz persönlich. Amen.